Ein neuer Tag, neues Glück. Wir sind in Schwabach im ETS. Wir sind gerade mit unserem alten Kia hier angefangen gekommen. Wir sind zur Garage gerufen worden. Wir haben einen Auftrag zu fahren, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir werden jetzt uns erstmal nach außen bewegen und einen LKW mal checken. So, aussteigen hier aus der Karre. Unser Auto hier. So, ist alles ziemlich vollgestellt. Hier ist unsere Garage, Firmenzentrale. Dann würde ich sagen, laufen wir doch mal zum LKW. Wir sind auf der Heilbronn-Map im Multiplayer in der Beta. Das heißt, es funktionieren tatsächlich Mods. Hier ist unsere Garage, traumhaft. Da ist, okay, unsere Tanke. Getankt müsste er sein. Da steht auch unser Baby. Wir kriegen heute einen Drehschemel. Was heißt heute? Ich denke mal, das wird unser Haupt... Moin, Servus. Der Horst sitzt auch schon hier. Ja, traumhaft. Wir haben aber Platz in eurer Werkstatt. Horst, ist das mein LKW? Ja, okay. Alles klar, passt. Ja. Traumhaft. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist ein Schwarzmüller-Trailer. Ein Planfahrzeug. Hinten mit Türchen. Das ist doch okay. Wie sieht's vom Profil aus? Das sieht noch sehr gut aus. Machen wir gleich mal so einen leichten Check. Angekoppelt ist auch ordentlich hier. Rotes altes Zugmaul. Luft ist auch dran. Elektrik ist auch dran. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir müssen mit dem alten Gerät anfangen hier. Ach guck, da sitzt unsere Katze. Wieso hängt die immer noch an der Scheibe? Wir haben einmal zu stark gebremst. Bam, bam. Und schon passiert sowas. Also das sieht soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Wir gehen rein und machen unseren Before Takeoff Checklist. Also kommt Zündung an. Das sieht schon mal sehr gut aus hier soweit. Zack. Das läuft. Licht an und dann steigen wir, würde ich sagen, nochmal aus und gucken uns den LKW. Eieiei, unter den LKW gesprungen aus Versehen. So, okay. Licht vorne funktioniert. Das sieht gut aus. Die Begrenzungsleuchten funktionieren auch. Die Positionsleuchten sind auch sehr gut. Vom Auflieger. Wie schaut's da aus? Drehschemel. Drehschemel fahren. Das wird heute eine Sache, hey, das sage ich euch. Das ist nicht ohne, aber das passt. Tipptopp. Irgendwie kriechen wir hier gerade ein bisschen um den LKW, aber ist nicht schlimm. Rein da. Wie sieht's getankt aus? Ah ja, Tank ist voll. Handbremse lösen. Gang rein. Und dann gucken wir doch mal. Da holen wir uns vorne jetzt noch schnell die Papiere. Das sieht gut aus. Für unseren Auftrag ist, glaube ich, nichts Großes. Das ist eher so ein bisschen Stückgut. Fenster ist unten. Sehr gut. Gucken, wo es uns hin verschlägt. Getankt ist er, genau. Also schnell ins Büro springen, Papiere holen. Gucken wir mal, was unser Disponent heute für uns geplant hat. Zack, den können wir kurz anlassen. Wir springen ins Büro. Ab geht's. Der Horst müsste, glaube ich, was für uns haben. Das ist hier unser kleines Büro. Horst, du hast die Papiere für mich? Ah, okay, perfekt. Da gucken wir doch mal. Was hast du denn für uns, Horst, heute? Frachtmarkt. Das ist, glaube ich, eine relativ kurze. Wir müssen irgendwie zum Lidl, habe ich was gehört. Da, Altverpackung, Sinsheim, Rhein. War es nicht. Wir haben... Da, Altkunststoff. Den Müll von Lidl nach Brettach fahren. Also, Navi-Ziel einstellen. Wir holen uns das. Danke, Horst. Ich danke recht herzlich. Auf geht's. Auf die große Reise. Zack. Mal sehen, ob wir heute noch Synchro fahren müssen. Ich habe noch keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Also, auf geht er. Die Tour ist sogar schon im Navi. Beim Rausfahren blinken. Das Parken ist hier natürlich auch recht grenzwertig. Jetzt haben wir unseren kleinen Kia noch dahingestellt. Ja, gut, das geht schon. Zack. Ah, ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig, bevor ich es vergesse. Zack. Wenn ihr im ETS unterwegs seid und schwer parken möchtet, gebt ihr G-Simple-Parking-Doubles Leerzeichen 0 ein. Ich werde es auch nochmal unter Video und das Video schreiben, dass jeder den Befehl hat. Wenn ihr mit dem Drehschemel unterwegs seid, hat ETS ja die Angewohnheit, euch als Double einzustufen.
Ich habe durch einen User, durch einen Zuschauer tatsächlich den Tipp gekriegt, das in die Konsole einzugeben. Und dann schaut das Ganze ganz, 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 ganz anders aus. Finde ich richtig gut. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal. So, wir sind hier in Schwabach im Industriegebiet. Das sieht gut aus. Aus da. Und ich fahre falsch, traumhaft. Ne, passt doch. Hä? Ach ne, wir sind hier zum Lidl. Oh, ich fahre tatsächlich falsch. Es geht ja schon mal gut los. Ja, wir drehen hier geschwind. Irgendwo wird man doch hier drehen können. Fahren auf die Spur und drehen da. Ja, das ist okay. Das kriegen wir hin. Ja, das ist das tägliche Leid von mir. Verfahren. Das ist nicht hier ganz STVO-konform, aber das geht schon. Solange wir Platz haben, passt das. Jetzt fährt hier jemand rückwärts. Was piept hier? Das ist meine Luft. Ihr hört es auch, oder? Wird schon richtig sein. Ah, da ist es weg. Ja, ich glaube, ich bremse zu viel. Ein bisschen mehr Motorbremse nutzen. So, rein hier. Hier ist der Lidl schon. Ah, okay. Dann hatte ich vorhin einen anderen Lidl. Okay, das wird definitiv spannend hier. Drauf aufs Gelände. Da müssen wir... Okay. Also jetzt drücken wir mal die Daumen, dass wir das schwere Einparken tatsächlich schon drin haben. Aber selbst hier, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre leichteres Einparken gar nicht so schlecht. Da ist unser Auftrag. Auftrag annehmen. So, wo müssen wir denn laden? Ich sehe es noch nicht. Doch, ich ahne schon Schlimmes. Ich ahne schon Schlimmes. Naja, natürlich. Nicht an der Rampe, sondern noch eins vorher. Na klar. Oh, das war eine Bordsteinkante. Alter Verwalter, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, dann schauen wir doch mal. Na, wer wird denn da wegrollen wollen? Tatsächlich. Wir haben zu wenig Luft drauf. Zu wenig Luft auf dem System. Das ist doch mal for ohne People, ja? Wo ist denn Luft? Luft ist doch. Da ist meine Luft. Wie viel Bar braucht man denn auf so einem System? Jetzt bremst der Hänger. Ist klar, oder? Zeit hier uns das ganze Gespann mal von außen anzugucken. Wir haben echt zu wenig Luft im System. Wir müssen da rein mit dem Drehschemel. Das wird spannend. So, wir sind bei 6 Bar. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube es zwar noch nicht so ganz, aber Rückwärtsgang ist drin. Es ist tatsächlich so. Ja, Weltklasse. Okay, wir stellen mal kurz das Druckluftsystem aus. Simulation, halt da. Das wollen wir rausmachen. Also sowas kann natürlich auch vorkommen. Na, ich komme nicht rückwärts. Jetzt schiebt er. Jetzt schiebt er. Traumhaft. So, jetzt versuchen wir mal da an die nicht vorhandene Rampe zu fahren. Was, glaube ich, echt sportlich wird. Okay, das wird schon mal nichts. Das heißt, wir haben einen neuen Versuch.
Also das Video wird heute hauptsächlich ums Rückwärtsfahren gehen. Ist klar, oder? So, richtig rein jetzt hier. Boah, das ist... Das ist nicht ohne. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? So ist die Frage. Muss mal kurz aussteigen. Kurz gucken, wie es hier hinten aussieht. Oh, traumhaft. So, wir müssen nach vorne ein bisschen gegenlenken. Das war hier. Auch rumkommen. Das sieht soweit ganz okay aus. Ich habe keinen Spiegel fürs Vorderrad. Echt jetzt? Oh oh. Nochmal nach vorne korrigieren. Ihr seht schon, Luft wird gebraucht. Ohne Wenn und Aber. Nochmal korrigieren. Ich sag's euch, Drehschemel fahren ist nicht ohne. So, jetzt lenken wir mal gegen hier ein bisschen. Wo hänge ich denn jetzt? Jetzt hänge ich tatsächlich. Bin zu schräg. Falsche Richtung gelenkt. Kommen wir jetzt vorbei? So. Korrigieren. Ist sogar ein bisschen Platz. Sehr schön. So, jetzt schieb mal einmal nach vorne. Alter Verwalter! Also über Spiegel, ich komme mit dem Headtrack und Spiegeln immer noch nicht hundertprozentig klar. Ich finde es noch relativ... Oh, schwierig. Ja, okay, das war nix. Verzogen. Das ist unfassbar! So, wir fahren in die Richtung ein bisschen und jetzt gerade. Komm. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Ja, cool. Ah, traumhaft. Ja, ich weiß, Ausrufezeichen traumhaft. Überragend. So. Wir stehen. Wir können ausmachen. Laden. Ganz entspannt. Und dann geht's ab. Das ist jetzt eine Folge nur über... Rückwärtsfahren gedreht wird. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber gut. Man lernt nie aus. Gang rein. Ausfahren. Oh, das wird jetzt schon eng. Das wird jetzt schon eng. Also im Drehschemel beim Lidl laden ist nicht ohne. So, wir müssen bestimmt nach links. Hoffe ich doch. Wenn mein Navi mal hier... Naja, da kommt um die Uhrzeit eigentlich nie was. Also von dem her passt. Okay, auf geht's. Wir fahren heute nach Brettach. Da kommt was, der muss warten, der hat auch Bremsen. Jetzt nach links. Heidenau ist hier vorne für Verkehr. Also, wer sich mit der Heilbronn-Map und hier mit Schwabach und sowas ein bisschen auskennt, es ist brutal. Es ist wirklich genial dargestellt. Es ist eine geniale Map. Ich kann sie wirklich jedem empfehlen. Ich mache den Link ins SCS-Forum gerne unter das Video. Da, wo man sich laden kann. Das wird noch nichts. Da müssen wir nochmal warten. Das gibt's doch nicht. Danach... Nach dem weißen Auto? Schaffen wir das? Nee, jetzt kommt ganz schön schnell angefahren da hinten.
Hier sind 50. Okay, jetzt sieht das gar nicht so verkehrt aus. Von vorne kommt nichts, da ist frei. Traumhaft. Okay, ich sag schon wieder. Also ich soll ein paar traumhaft rausschneiden. Oh shit. Jetzt hab ich... Alter, wir haben 7 Tonnen geladen. Fahren jetzt hier Schwabach unter der einen, unter der A6, nicht 81, A6 ist das hier. Links geht's nach Nürnberg, rechts geht's nach Heilbronn. Es ist krass, es ist wirklich krass, wie gut das umgesetzt wurde, echt. Das schockiert mich. Das schockiert mich echt ein bisschen. Also, der Klausi ist der Ersteller. Kenne ich persönlich nicht. Aber Respekt, absoluten Respekt. Krass genial gemacht. Das ist eine 1:1 Map, die Heilbronn. Wo wirklich ein Kilometer ist. Also für die Mittel, die er hat, die aus dem ETS kommen, diese Region so genial darzustellen. Hammer. Hammermäßig, echt. Das sind 30, ist eine Baustelle, okay. Ja, das ist... Wir haben Ferien, Ferienzeit. Man merkt es gleich. So, einmal rum hier. Ist das schön. Ich liebe Drehschemel, ganz ehrlich. Das ist von der Optik, wenn man im Spiegel sieht, das müsste hier ein Rewe sein eigentlich, Aldi und Rewe und sowas, genau. Das ist unfassbar. Wenn man sieht im Spiegel, wie der Drehschemel nachzieht, traumhaft. Da muss ich es wieder sagen. Überragt. Oh je, hier gab es einen Unfall. Schnell weiterfahren hier. Nicht gucken, nicht langsamer werden. So, ich bin mal auf unsere Ladestelle oder Abladestelle gespannt, was die so Schönes hergibt. Aber ihr habt es gesehen, das Format für die Konsole gebe ich nochmal ein, dass man auch Schwerparken mit Drehschemeln machen kann. Ich hatte schon angesprochen, man wird als Double erkannt. Und das ist immer so ein bisschen verhohnepiepelt. Das heißt, man muss sich eigentlich immer gerade hinstellen. Man hat keine Herausforderung beim Rückwärtsfahren. Und wie ihr gerade gesehen habt, Rückwärtsfahren ist, ja, kann man machen, muss man nicht. Also meine Motorbremse funktioniert, das finde ich schon mal überragend. Für die habe ich ewig gebraucht, die einzustellen, dass die tatsächlich mal endlich funktioniert. Die ist nämlich auf dem Joystick gelegt. Da suche ich auch noch was man unten auf Ski 27 auf die Pedale, die Pedaleinheit da machen könnte. So Motorbremse, so real wie möglich, weißt, dass man da unten mit dem Fuß drauf treten muss. Kennst du von meinem Vater noch von früher. Geile Sache. Okay, ich sag mal so, wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer. Was haben wir eigentlich in Summe? 11 Kilometer. Und 11 Kilometer sind reale 11 Kilometer. Aus hier. Ich schwenke noch ein bisschen oder ich ziehe noch ein bisschen zu arg raus mit dem Drehschemel. Aber gut. Nun denn, ich würde sagen, wir sehen uns auf den nächsten Kilometern. Ich sage danke fürs Anschauen. Wenn es gefällt, Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal.